Hallo ihr Lieben, wir heißen euch ganz herzlich willkommen und freuen uns, dass ihr einer weiteren Folge der Podcast-Serie Raum für Bewusstsein, Podcast mit einem Lichtwesen, zugeschaltet habt. In diesem Podcast bekommen namhafte Persönlichkeiten die Gelegenheit, ein Interview mit Salvador zu führen. Sie haben die Möglichkeit, Salvador ihre ganz persönlichen Fragen zu stellen und so eine Antwort auf ihre Fragen aus der Perspektive des Universums zu erhalten. Solltet ihr die erste Folge dieser Serie verpasst haben, möchten wir euch gerade diese ganz besonders ans Herz legen, denn hier erzählen wir davon, wie wir zu diesem Podcast-Format gekommen sind. Wir sind nun genauso gespannt wie ihr auf den Austausch, der uns heute erwartet, und danken von Herzen Christiane, die sich als Medium für dieses Gespräch zur Verfügung stellt und Salvador so eine Stimme verleiht. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören. Zu Gast bei uns heute im Studio ist die wunderbare Peggy Rocktäschel. Für diejenigen von euch, die bislang noch nicht das Glück hatten, Peggy in einem ihrer vielen Wirkungsfelder zu erleben, hier eine kurze Vorstellungsrunde. Peggy selbst betont, dass sich ihr Berufsbild nicht in eine Schublade stecken lässt. Sie wirkt überall dort mit, wo ihr Herz einen Ruf verspürt. Unter anderem als Schriftstellerin, TV-Journalistin, Personalberaterin, Filmemacherin, psychologischen Beraterin, Fitness- und Aerobic-Trainerin und selbst ist sie kürzlich als Moderatorin bei Welt im Wandel begegnet. Und heute in diesem Podcast werden wir sie als Interviewpartnerin des Lichtwesens Salvador erleben. Liebe Peggy, im Namen aller hier in diesem Raum Anwesenden, in meinem Namen, im Namen von Christiane, die zwar körperlich anwesend ist, aber nicht als Christiane in Erscheinung treten wird, im Namen Salvadors. Wir freuen uns sehr, dass du unserer Einladung gefolgt bist, Salvador im Rahmen des nun anstehenden Interviews deine ganz eigenen Fragen zu stellen. Wie geht's dir? Bist du bereit? Ja, erst einmal ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr mir die Gelegenheit gebt und mich eingeladen habt, das zu tun. Ist auch für mich eine ganz neue Erfahrung. Ja, und ich weiß, dass wir gerade alle viele, viele Fragen haben, die weder wir noch unsere Freunde, Partner, Kollegen beantworten können. Und freue mich, dass wir uns jetzt zum ersten Mal einen Schritt weiter wagen und wirklich eine höhere Ebene betreten. Und die Stimme, die dann kommt, die hoffe ich, will ja auch gehört werden. Und darauf freue ich mich. Mega. Ja, wir auch. Wir auch. Ich erkläre nochmal ganz kurz den Ablauf, sowohl dir als auch den Hörern. Ich werde dir jetzt die Gesprächsführung komplett übergeben. Erst wenn dein Gespräch mit Salvador beendet ist, in der Regel beendet Salvador das Gespräch mit einem Amen, führen wir beide zu zweit direkt im Anschluss noch ein kurzes Nachgespräch. Und ich wollte dir nochmal kurz in Erinnerung rufen, Salvador wird durch Christiane als Medium sprechen. Es kann immer sein, dass es einen kurzen Moment braucht, bis Salvador beginnt, auf deine Frage zu antworten. Das hängt damit zusammen, dass die Informationen gechannelt werden. Das, was du dann hören wirst, sind Salvadors Worte aus Christianes Mund, also durchaus mit ihrer Stimme, aber das wirst du spüren mit seiner eigenen Energie. Er wird hier heute hier in diesem Raum anwesend sein mit seinen Energien, ganz für dich, um deine Fragen zu beantworten. Und mit diesen Worten übergebe ich an dich, liebe Peggy. Ja, ich freue mich, Salvador, jetzt dir zu begegnen und meine doch ach so dringlichen Fragen zu stellen. Herzlich willkommen. Wir sind hier, danken dir, dass du die Erste bist, die diesen Raum eröffnet mit uns. Denn du bist es, die das Potenzial in sich trägt, die Türen zu öffnen. Du bist diejenige, die diesen Raum, der sich nun erweitert, einweiht für all die Menschen, die eintreten werden, die eintreten möchten und die Menschen, die noch kommen. Dies ist dein Potenzial in deinem Wesen, in deinem Wesenskern. So bist du genau die Richtige, die als Erstes mit uns diesen Raum eröffnet, diese Türen aufmacht, um diesen Raum zu weihen. So danken wir dir für deine Energie, wir danken dir für deinen Mut, verneigen uns vor dir und segnen dein Wesen. Wir sind hier anwesend mit dir,
und eröffnen diesen Raum gemeinsam. Wir sind bereit für deine Fragen. Herzlichen Dank. Ich würde sehr gerne wissen, es geht mir um die Erfahrung Ego. Wer oder was in uns hat solche Angst angesichts der aktuellen Weltlage? So schau, das, was Angst macht, ist eure Identifikation mit dem, was ihr seht, mit eurem Körper, mit eurem Sein, mit dem Wesen, das ihr glaubt zu sein. Denn das, was ist, die Materie, ist endlich in dieser Situation, in der ihr euch befindet, wird sehr deutlich, dass Materie wandelbar ist, dass Materie gewandelt wird. Die Unruhen, die Energien, die in Wallung gekommen sind, all dies, was transformiert, macht euch sehr deutlich, dass Materie endlich ist. So seid ihr im Spagat, denn ihr selbst identifiziert euch mit Materie. Euer Sein habt ihr hineingelegt in euer Gefäß, euren Körper. Nun ist es an euch, dies ist eure Lernaufgabe, dass ihr nicht der Körper seid. Dass ihr nicht diese Inkarnation seid. Ihr seid so viel mehr. Ihr seid Energiewesen in anderen Räumen. So ist es von hoher Bedeutung, dass ihr eure Wahrnehmung verändert, eure Tore öffnet, euer Herztor sich weitet, sodass ihr ihn durchdringt in den Raum dahinter, der Raum, der euren Raum umgibt, der euren Raum hält. Eure Identifikation lösen aus dem Raum, in dem ihr euch im Moment befindet, ist von hoher Bedeutung. Es ist von hoher Relevanz, dass ihr dieses Wissen bekommt, dass es an euch herangetragen wird. Denn nur so mit diesem Wissen wisst ihr, welche Wege nun zu gehen sind, welche Schlüssel ihr braucht, sodass sich Türen öffnen können, eure eigene Tür in euch selbst, sodass ihr erkennt, ihr seid Energiewesen, ihr seid nicht diese Materie. So darf sich die Angst verwandeln, so dürft ihr euch wieder in Sicherheit wiegen. Was genau ist ein Lichtwesen, so wie du? Wir sind Lichtwesen, wir sind definierte Energie. So schaut, alles ist Energie, geformte Energie, definierte Energie. Jedes Wesen an sich ist geformt aus Energien, aus Toren, aus Bahnen, aus Energienetzen. So ist jedes Lichtwesen eine definierte Energieform, ein definiertes Energienetz. Auch ihr Menschwesen seid definierte Energienetze. Individuelle Energien, die durch die Tore und Bahnen fließen. Nur hier in eurem Raum, in diesem materiellen Raum, hat sich Energie so verdichtet, dass Materie entsteht. In den anderen Räumen, die sich um diesen Raum befinden, existiert keine Materie. Alles ist Energie, definierte Energie. Definierte Energie ist Ausdruck. So ist jedes Wesen in sich, in seinem Energienetz. Definierter Ausdruck. Dies ist das Sein jedes Lichtwesens. Jedes Lichtwesen hat eine individuelle Energie, ein individuelles Energienetz. So fangt an und denkt in Energien, in definierten Energien. Dies kann euer Verstand besser begreifen. Ein Lichtwesen als Wort ruft in euch noch etwas hervor, das nicht hier zu greifen ist, etwas in einer anderen Welt, ein Mythos. Hier liegen Bewertungen drauf aus vergangenen Zeiten. Jetzt ist es an der Zeit, dass ihr definiert, Lichtwesen sind Energie, definierte Energie, Ausdruck. Ausdruck, durch das sich Energie Form, durch das Energie Ausdruck findet. Dies ist unser Sein. Dies ist euer Sein. Hier sind wir gleich.
Hat jeder Mensch ein eigenes Lichtwesen oder Geistwesen, mit dem er sich jetzt verbinden darf und sollte, um geführt zu sein? So schau, allein in dieser Frage macht sich schon deutlich, dass ihr euch kleiner fühlt als alle Lichtwesen, alle Geistwesen, die in anderen Räumen existieren. Ihr seid uns gleichgestellt, denn auch ihr seid Geistwesen im geistigen Raum. Wir sind auf Augenhöhe. Wir wirken auf Augenhöhe. Jedes Menschwesen ist ein Geistwesen in der geistigen Welt. Ein Geistwesen, das sich in die Materie hinuntergebrochen hat, in den Ausdruck, in den materiellen Ausdruck. Doch in dem Raum dahinter, in der geistigen Welt, seid ihr Geistwesen und schwingt als Geistwesen in eurem eigenen individuellen Energienetz. Ihr seid gleichgestellt zu uns. Doch schau, auf deine Frage bezogen, ja, ihr könnt als Geistwesen Kontakt aufnehmen zu allen Lichtwesen, zu allen Geistwesen. Dies ist so gewollt, denn ihr dürft euch Brüder und Schwestern neben euch stellen, ihr dürft Informationen holen, euch austauschen, euch Schlüssel schenken lassen, sodass euer Weg zurück in das All-Eins-Sein angebahnt wird und euch leichter fallen wird. Hier ist ein großes Thema, die Scham. Denn die Scham liegt noch über euch im materiellen Raum. Es ist, als seid ihr für euch selbst, die schuldig sind. Ihr habt euch selbst schuldig gesprochen, dass ihr in die Abtrennung gefallen seid, dass ihr selbst euch dies kreiert habt. So ist in euch der Minderwert manifestiert. Doch schaut, dies darf nun heilen, diese Energie darf nun aus eurem System hinaus strömen. Denn das, was ihr erschaffen habt, ist eine heilige Erfahrung. Die Abtrennung habt ihr geschenkt dem All-Eins-Sein. Diese heilige Erfahrung ist beendet. Ihr dürft zurückkehren in das All-Eins-Sein. Es gibt nichts, wofür ihr euch schämen müsst. Es gibt nichts, wofür ihr euch minderwertig fühlen müsst. Ihr seid gleichgestellt uns allen. Allen Wesen, allen Energien. Ihr seid heilige Wesen, so wie jedes einzelne Wesen in sich. So erhebt eure Energien, hebt sie aus der Scham, aus der Schuld, aus dem Minderwert, steigt aus dieser Hülle und schwingt in höheren Frequenzen. So könnt ihr euch als heiliges Wesen wahrnehmen in der geistigen Welt. Als Geistwesen, das kommunizieren kann mit allen Wesen in diesem Universum. Woran merke ich, ob es Einbildung ist, was ich wahrnehme, oder ob ich wirklich in Kontakt stehe mit höheren, ja, Wesen, die zwar gleichgestellt sind, aber woran merke ich, dass das wirklich eine Information ist, die jetzt richtig ist? Es geht um die Antennen, die ihr ausfahrt, Antennen bisher, die ihr gelernt habt auszubilden, sind aus dem Verstand entstanden. Eine Vorstellung, die ihr habt von uns, Bilder, die ihr habt von uns. So ist dies der erste Zugang, den ihr erschaffen habt. Es ist doch jetzt an der Zeit, neue Antennen auszubilden, sich darin zu üben. Antennen, die ausgebildet werden aus dem Herzraum heraus, dass ihr euch fokussiert in diesen Herzraum hinein. Empfangt ihr Informationen aus dem Herzraum? Ist es ein Gefühl des tiefen Wissens? Es ist etwas, als hättet ihr es schon immer gewusst. Etwas, was sich offenbart, was sich zeigt, ihr sofort in Resonanz damit geht. So spürt, übt euch darin, aus welchem Bereich die Informationen kommen. Sind sie angesiedelt in dem Kopfverstandesbereich, so sind es Antennen aus alten Zeiten, die ihr genutzt habt. Diese Antennen waren damals in alten Zeiten vonnöten, sie waren wichtig.
Doch jetzt beginnt eine neue Phase, eine neue Wahrnehmung darf nun erscheinen, eine Wahrnehmung aus dem Herzraum heraus. Hier könnt ihr üben, lernen zu unterscheiden, aus welcher Quelle stammt die Information, aus welchem Tor. Ein Gefühl, das euch die richtige Quelle zeigt, ist das tiefe Wissen darum, dass es stimmt. Etwas in euch, das es schon immer wusste. Dort gibt es keine Fragen mehr und keinen Zweifel. Allerdings möchten wir hier noch sagen, viele von euch haben sich selbst ein Zweifler installiert im eigenen System. Ein Zweifler, der eine Schutzfunktion hat, eine Schutzfunktion des Egos, um nicht wieder in Schmerz zu fallen, denn in euch allen ist der größte Schmerz, in die Abtrennung gefallen zu sein. Hiervor möchte euch das Ego bewahren, möchte euch bewahren, dass ihr wieder in Abtrennung fällt. Doch dies ist bereits geschehen. So geht es darum, den Mut zu finden, sich zu trauen, sich wieder zu öffnen, sich dem Alleinssein wieder hinzugeben, mit der Gefahr, dass die Erfahrung der Abtrennung eventuell nochmal erscheint. Dies wird nicht sein, doch dies gaukelt euch euer Ego vor. So habt ihr den Zweifler in eurem System installiert, um euch vor dem erneuten Schmerz der Abtrennung zu bewahren. So wisset darum, wisset um den Zweifler in euch. Wird dieser Zweifler laut, auch wenn Informationen aus eurem Herzraum kommen, so identifiziert euch nicht mit dem Zweifler, der spricht in euch. Nehmt den Zweifler an die Hand, beruhigt ihn, seid liebevoll zu ihm, denn er hat euch lange gedient, wollte euch schützen vor dem Abtrennungsschmerz. So seid mutig, schreitet voran, traut euch selbst immer mehr zu, in euren eigenen Herzraum einzutauchen und eure eigene Weisheit anzunehmen. Dies ist unsere Bitte an euch. Wenn wir einen neuen Erfahrungsraum aufschalten und den alten verlassen, welche Erfahrung das auch immer sein mag, wie können wir einen alten, bereits erlebten Raum wirklich so versiegeln, dass wir nicht riskieren, immer wieder in die Wiederholung zu rutschen und in diesen Raum zurückzufallen? Ihr braucht diese alten Räume nicht zu versiegeln. Versiegelt wird nur ein Raum, in dem noch Informationen stecken, die noch nicht befreit wurden. Sind alle Informationen aus einem alten Raum zum Fließen gebracht worden, löst sich dieser Raum automatisch auf. Oft geht es darum, dass in den alten Räumen noch Emotionen hängen, die noch nicht gefühlt wurden. Denn ihr habt Widerstand, Emotionen zu fühlen, die sich nicht gut anfühlen. Wisset darum, alle Emotionen sind Energien, die durch euer System fließen möchten, die dadurch befreit werden. So geht es nicht darum, einen Raum zu versiegeln. Denn wird ein Raum versiegelt, bleiben Energien hängen. Es entsteht eine Blockade in euch. So ist die Hingabe der Schlüssel, der Hingabe in den alten Raum. Wisset darum, ihr seid nicht dieser Raum. Es sind nur die Energien, die noch fließen möchten. Emotionen sind sehr bewertet bei euch Menschen. Denn ihr habt gelernt, dass euer Sein sich in die Emotion hineinlegt. Bewertungen sind in Emotionen hineingelegt. Es ist bei euch Menschen definiert als Schwäche, ist jemand traurig, ist jemand verzweifelt, funktioniert er nicht im Leben, so ist er weniger wert. So sind es die Emotionen, die Bewertung erfahren haben von euch.
So nehmt die Bewertung aus den Emotionen, denn es sind nur Energien, Energien, die fließen, die durchfließen können. Dies macht nichts mit eurem Sein. Euer Sein ist in eurem Zentrum, in eurem Herzen. Emotionen fließen nur durch euch durch. Es ist der Ausdruck, der durch euch möchte. Nicht mehr und nicht weniger. So erlaubt euch selbst, diese Energien aus den alten Räumen zu befreien. So lösen sich alte Erfahrungsräume von alleine auf. Tun wir das gerade kollektiv durch die, ich sage es jetzt mal, angebliche Pandemie oder stehende Pandemie, dass wir aufgerufen sind, individuell und kollektiv, das alles jetzt nur zu fühlen und in dem Moment transformieren wir diese Energien? Ja, so ist es. Denn schau, welche Polarität entsteht in dieser Zeit. Ängste kommen, Schmerz kommen, viele Emotionen kommen im Moment zum Vorschein. Dies ist ein Ego-Raum aus dem Massenbewusstsein. So ist jeder aufgerufen, sich seinen eigenen Emotionen zu stellen, die ausgelöst werden durch das, was im Außen getriggert wird. So bleibt bei euch in eurem Zentrum. Registriert die Emotionen, die ausgelöst werden in eurem eigenen System. Lasst euch durchspülen von diesen Emotionen, doch wisset darum, es ist nicht euer Sein. Es ist der Ausdruck, der durch euch möchte, doch handelt nicht nach ihm. Lasst ihn durchfließen. Lasst ihm Ausdruck verleihen, doch ihr seid nicht dieser Ausdruck. Wir transformieren also durch unser Herztor, so nennt ihr das ja, indem wir es nur wahrnehmen. Ihr transformiert in dem Moment, wenn ihr euer eigenes Sein in euer Herzzentrum hineinlegt. Hier ist euer Sein, hier ist eure Heimat, hier seid ihr Energiewesen, fernab von Materie. Hier ist euer Zentrum. Legt ihr euer Sein hier in dieses Zentrum, darf sich alles um euch herum transformieren, wandeln im Sinne des All-Eins-Sein. Ihr seid Beobachter dessen, des Wandels, der Transformation, setzt keinen Anker. Identifiziert euch nicht, bewertet nicht, so darf sich das wandeln, was sich wandeln möchte in diesem Moment. Das All-Eins-Sein ist die höchste Intelligenz. Die höchste Intelligenz weiß zu jedem Zeitpunkt in jedem Jetzt, was zu transformieren und was zu wandeln ist. Dies liegt nicht in eurer Hand, nicht in der Hand des Egos. Dies ist in eurem Sein, im All-Eins-Sein, passiert aus sich selbst heraus. So ist die Hingabe das höchste Gut, was ihr habt, denn in der Hingabe darf das passieren, was passieren möchte. Dies ist eine große Aufgabe für euch, darum wissen wir, denn in Zeiten der Angst und des Schmerzes braucht es sehr viel Mut von euch, sich hinzugeben in das eigene Zentrum, sich darauf zu verlassen, dass das Leben euch trägt. Eine große Aufgabe, die jedes Menschwesen im Moment zu bewältigen hat. Doch genau daher sind wir hier, möchten diesen Raum eröffnen, um euch Wissen zuteil werden zu lassen, sodass ihr Werkzeug habt, handeln könnt, eine Landkarte habt, nach der ihr laufen könnt. Es ist eure freie Wahl, welches Werkzeug ihr nehmt, welches Wissen ihr zu euch nehmt, das, was euch gut tut, das, was euch selbst in eure eigene Größe bringt, was euch wachsen lässt, was euch in die eigene Freiheit geleitet. Wir sind hier und bieten es euch an, nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, was im Außen gerade scheinbar auf uns einprescht an Restriktionen, Maskenpflicht, im Grunde ist es eine Einengung, eine Einschränkung des freien Lebens. Ist das die äußerste Form der Ego-Erfahrung oder müssen wir noch mit mehr rechnen?
So schau, wir möchten dies, was du beschreibst, vergleichen mit einer Geburt. Ein Säugling, das durch den Geburtskanal gedrückt wird, erfährt Enge, erfährt Schmerz, erfährt Dunkelheit, bevor es in Freiheit ins Licht hineingeboren wird. So könnt ihr es vergleichen. Das, was passiert, ist, dass Dunkelheit auf Erden erscheint. Eine Dunkelheit, eine Angst, eine Enge, die ständig im Untergrund war. Doch jetzt wird sie sichtbar gemacht. Es ist ein Ego-Raum aus dem Massenbewusstsein, der sich nun eröffnet hat. Gewirkt hat er schon immer im Untergrund. Es ist nichts, was unbekannt ist. Diese Energien waren schon immer unterwegs, haben im Untergrund gewirkt, haben euch beeinflusst, ohne dass ihr es gemerkt habt. Jetzt ist es an der Zeit, dass dieser Ego-Raum aufgeht, euer Bewusstsein diesen Raum wahrnimmt. Euer Fokus gesetzt wird in diesen Raum. So ist es wie im einzelnen System, nun im Massenbewusstsein. Die Menschwesen setzen ihren Fokus in diesen Ego-Raum. In diesem Moment habt ihr erst die Möglichkeit, diesen Raum zu transformieren, diesen Raum zu heilen. Hier im Massenbewusstsein ist jeder Einzelne von euch gefragt, seine Energie hineinzubringen, Licht hineinzutragen in das Dunkel. Licht hineinzutragen aus dem eigenen Herzraum, der geöffnet werden kann. Es wird dunkel auf Erden, es ist dunkel auf Erden. Doch so, wie es scheint, ist es nicht wirklich. Alles ist jetzt in diesem Moment. So können wir euch sagen, ihr seid bereits im All-Eins-Sein. Die Zeit an sich ist eine Illusion, denn alles ist jetzt in diesem Punkt. So ist in diesem Punkt eure Auferstehung bereits geschehen. Ihr seid bereits im All-Eins-Sein erwacht. Das, was ihr im Moment erlebt, ist eine Erfahrung, die erfahren werden möchte. Ein Ausdruck, der kreiert wurde vom Massenbewusstsein, vom Abtrennungsbewusstsein, vom Ego-Bewusstsein. Ihr taucht dorthin durch als Menschwesen, um zu erwachen im All-Eins-Sein. Auch dies ist eine Erfahrung zu erwachen. Ihr sammelt Erfahrung für das All-Eins-Sein. Dies ist das Sein aller Menschwesen. Wir danken euch dafür. Begleiten euch auf euren Wegen. Dies ist unser Sein. Dies ist unsere Energie. Dies ist unser Ausdruck. Ihr habt mal über Christiane mitteilen lassen, dass zu jeder Erfahrung ein Täter und ein Opfer leben braucht. Wenn die Erfahrung, die wir jetzt kollektiv und individuell machen, was ist denn unsere kollektive oder unser kollektives Täterleben gewesen, was dem zugrunde liegt, damit wir das jetzt erkennen können? So schau, das kann man nicht verallgemeinern. Ihr habt kein Massentäter und Massenopferbewusstsein. Es ist in jedem selbst. In dieser Zeit, in diesem Massen-Ego-Raum, hat jeder Einzelne von euch eine Tätererfahrung und eine Opfererfahrung. Diese Puzzle kann jeder Einzelne in seinem eigenen System zusammensetzen. Denn dies ist ebenso komplex und vollkommen in der Gesamtheit. So braucht es ein Gleichgewicht in der Polarität. In diesem Massenraum existiert Polarität. Der materielle Raum ist entstanden aus Polarität. So ist jedes Menschwesen einem Pol zugeordnet, zu jeder Zeit in Komplexität, in Vollkommenheit. Dies kann man nicht pauschalisieren. Hier kann jedes Menschwesen für sich selbst schauen, ob er sich in einem Opfer- oder einem Täter-Ego-Raum befindet. Und kann dementsprechend den Gegenpol in seinem eigenen System suchen und finden. Die Polarität an sich ist erst entstanden in dem materiellen Raum. Ihr wart vorher beheimatet in der geistigen Welt als Geistwesen.
als Schöpfer der Materie. Erst durch die Entstehung des materiellen Raums ist die Polarität entstanden, das Täter- und Opfersein in der Abtrennung. Auch dieses Spiel, die Polarität, darf nun beendet werden, darf sich wieder verbinden in beiden Polen, auferstehen in die geistige Welt. So schließt sich der materielle Raum. Dies ist die Auferstehung. Die Auferstehung, die geschehen wird, die schon geschehen ist. Dann ist es auch nur normal, dass jetzt viele Menschen ihre Arbeit verlieren, ihre Häuser verlieren, ihre Wohnungen. Also dass sie wirklich, das Materielle will sich nun im Außen so verabschieden, dass es eben, weil es auch im Innern darum geht, nicht mehr sich damit zu identifizieren. So ist es. Es ist der Spiegel des Prozesses, der Prozess, sich nicht mehr mit der Materie zu identifizieren. Natürlich seid ihr noch Existenz in der Materie, doch geht es nun darum, die eigene Präsenz im Herzraum festzulegen, das eigene Sein dort zu finden. Wann findest du dein Sein in deinem eigenen Herzraum? Die meisten Menschwesen finden dies in Zeiten der Krise. Die Krise im Außen, die Krise zu spüren, dass sie nicht die Materie sind, da sie Materie verlieren. In diesen Momenten wird vielen bewusst, dass sie viel mehr sind als die Materie, die sie besessen haben. So ist es einer Zeit, wo viel Materie verloren wird. Ist jeder, der auf diesem Planeten, also ich sage es jetzt mal Planeten, es gibt wahrscheinlich noch andere Erfahrungswelten, der jeder, der gerade hier ist, wirklich, ob er es nun will oder nicht, diesem Prozess unterworfen ist? Jeder, der hier ist, in diesem Moment, in diesem Raum, in diesem weltlichen Raum, hat sich dafür entschieden, hier zu sein. Es gibt niemand, der Opfer ist dieser Zeit, dieser Erfahrung. Denn jedes Menschwesen hat seine Erfahrung, seine authentische Erfahrung in seinem Wesenskern gespeichert. So sind die Seelen, die im Moment hier anwesend sind, genau die richtigen, die dir die Vollkommenheit präsentieren. Es gibt niemanden, der hier ist, der nicht hier sein wollte. Gibt es unter uns Menschen auch höher schwingende Wesen, die nicht wirklich Menschen sind? Und auch niederschwingende Wesen, die nicht wirklich Menschen sind? Die, die hier sind, anwesend in diesem Raum, sind Menschwesen. Denn Menschwesen sind diejenigen, die Schöpfer der Materie, die in der Materie anwesend sind. Doch das, was du beschreibst, möchten wir weiter ausführen, denn es gibt Menschwesen, die beeinflusst sind von anderen Wesen, beeinflusst sind von höhere schwingenden Wesen und beeinflusst sind von niederschwingenden Wesen. Dies ist sehr bedeutend, denn so gibt es Einflüsse, Manipulation hier in eurem Raum. Gerade die niederschwingenden Wesen möchten diesen Raum sichern, denn sie ernähren sich aus den Energien dieses Raumes. So sind viele manipuliert von niederschwingenden Wesen. Dies hat Einfluss in diesen Raum, dies setzt Anker in diesen Raum. Doch wisst darum, dieser Prozess ist geführt und geschützt. Geschützt vom Alleinssein, vom geistigen Raum, der diesen materiellen Raum umschließt. Es geht nicht darum, Angst zu haben. Es geht nicht darum, in Angst zu verfallen, in Dunkelheit zu verfallen. Wichtig ist, warum wir diese Informationen euch geben, dass ihr aufmerksam seid. Seid aufmerksam, welchen Menschwesen ihr begegnet. Welche Frequenz hat dieses Menschwesen, mit dem ihr kommuniziert, mit dem ihr Kontakt habt? Spürt ihr eine Niederfrequenz, etwas, was euch nicht gut tut, was euch unfrei macht, euch nicht in eure Größe entlässt und euch nicht frei sein lässt, so nehmt Distanz auf zu diesem Menschwesen. Umgebt euch nicht von diesen Menschwesen, sondern folgt eurem eigenen Weg. Das ist der Grund, warum wir euch diese Information geben, dass ihr selbst aufmerksam sein könnt und gut für euch selbst sorgt.
In dem Buch Ohne Worte sprecht ihr von Gott, der eine wie eine Art Welle als sich selbst ausgespuckt hat, ja, oder wie ausgeatmet hat und dann irgendwann wie bei der Ebbe und der Flut, dass es irgendwann kippt und dann als Ebbe sich das Wasser zurückzieht. Sind wir jetzt schon an diesem Wendepunkt angekommen oder sind wir schon über ihn hinausgegangen und dass wir jetzt schon sozusagen uns, ich sag mal wieder, in unser All-Eins hinein erinnern? Ihr erinnert euch bereits in euer All-Eins-Sein hinein. Doch bevor die Welle zurückschwappt, geht es darum, dass ihr euer vollkommenes, authentisches Wesen einmal ausdrückt in diesem materiellen Raum. In diesem Moment wird sich dieser Raum schließen und ihr kehrt zurück in die geistige Welt. Dies ist die Ebbe. Die Energien fließen zurück zur Quelle in diesem Moment. Doch bevor dies geschieht, ist es von Bedeutung, dass jedes Menschwesen sich noch einmal authentisch in diesem Raum zum Ausdruck bringt, sodass alle Energien in eurer Seele frei fließen können. Durch den freien Fluss in diesen Raum hinein ist es vollbracht und die Welle darf zurück Richtung Universum, Richtung All-Eins sein. Diese Welle nimmt euch mit in den geistigen Raum, in den Seelenraum, in die Räume dahinter. So möchten wir uns für heute verabschieden. Wir danken dir von Herzen für dieses wundervolle Gespräch, für all die Informationen, die fließen konnten. Wir verneigen uns vor dir, danken dir für deine Energien und segnen deinen Weg. Amen. So, liebe Peggy, jetzt sind wieder wir zwei. Ich danke dir wirklich von Herzen. Ich bin richtig froh, dass ich durch die Technologie in deine Augen gucken kann. Ich danke dir wirklich, wirklich von Herzen, weil ich kenne das, ich habe selber so viele Fragen. Ich habe auch schon so viele Fragen gestellt, aber man lernt niemals so viel, wie wenn jemand anders die Fragen stellt und von einer ganz anderen Ecke kommt und das Ganze, ja, das eröffnet oft oder weitet den Horizont doch unglaublich. Wie geht's dir denn nach dem Gespräch? Also ich habe ja auch mit der Christiane schon mal eine Sitzung gehabt für ein persönliches Channeling. Deswegen war es mir schon vertraut. Es ist schon so fast wie, das ist so ein Gefühl wie Eintauchen in meine Seelengruppe oder in den eigentlichen Raum, wo ich mich gesehen und verstanden fühle. Ja, es ist so, es hat was vom Aha-Effekt, genau das, was er beschreibt. Dieser Wiedererkennungswert, ne? Woher weiß ich, dass das, was gesprochen wird, wahr ist? Also mir geht es immer so, und ich höre jetzt von dir auch, dass dir ähnlich geht, dieses Gefühl, dass hier bin ich zu Hause. Und nicht nur das, ich bin sehr berührt, weil mir in dem Moment bewusst wurde, dass ich diesen Raum eröffne und auch halten darf. Also auch ich nicht nur Teil des Raumes bin, sondern in diesem Moment auch der Raum selbst war. Und nicht nur für diesen Podcast, sondern für alles, was da noch kommt, schwingt es weiterhin immer mit. Also es ist nicht so, was angefangen und beendet. Es ist ein Raum, der sich weiten darf jetzt. Und trotzdem Teil auch weiterhin zu sein. Mhm. Ja, deswegen sagt sie auch immer wieder, das fand ich faszinierend, das war beim ersten Podcast auch, dass er uns immer wieder daran erinnert oder uns vor Augen führt und spiegelt, warum wir denn immer Licht und Geistwesen und was es da sonst noch alles gibt, über uns stellen. Also wir selber sind auch Schöpfer und es gibt überhaupt gar keine Hierarchie. Ich glaube, das ist das, was du gerade beschreibst, so dieser erste Moment. Und ich darf jetzt diesen Raum eröffnen. Ja, das dürfen wir, das sollen wir. Wir sind der Raum. Genau. Es macht so vieles einfacher, weil es so eine Art Denkgerüst von einem wegnimmt.
was wir glaubten oder meinten haben zu müssen, weil es schon immer so war oder weil man uns das vorgelebt hat, aber in Wahrheit hat es nie gegeben. Also auch zu realisieren, dass wir längst, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, in der Zukunft sind, wo wir schon längst zurückgekehrt sind. Aus einer Ego-Erfahrung wurden dann authentisch und sind schon längst heimgekehrt, was ja nie geschehen ist. Also wir sind eigentlich nie losgelaufen, weil alles zeitgleich in dem Moment, wo es erkannt ist, geschehen ist und es schließt sich ein Raum. Das heißt, es passiert immer alles zeitgleich und es ist längst geschehen. Und das erstmal zu realisieren, weil da kommt der Verstand, auf die Ebene kommt er nicht hin. Und dieses Gefühl von, ich hatte am Ende noch eine Frage, die sich aber jetzt durch meine eigene Erklärung schon wieder aufgelöst hat, dass wir immer und immer wieder kommen, so lange, bis wir im All eins sind. Und zu sagen, oh, ich komme einfach nicht wieder oder habe da keinen Bock mehr. Es geht nur darum, dass wir unsere Form gerade mal diesmal wieder ändern, um vielleicht in einer neuen Form wieder aktiv an der Ebbe, die ja nun sich zurückzieht, ja, mitzuwirken. Weil wir Teil dieser Ebbe sind. Und das können wir gar nicht bewusst entscheiden. Auch dieses ganze spirituelle Gequatsche um Reinkarnation und der kommt fünfmal und der nur dreimal. So what? Was spielt es für eine Rolle? Das sind alles so Konzepte, die uns gar nicht nach vorne bringen oder auch gar nicht in die Erkenntnis, in die Tiefe bringen. Sondern wenn man mal genau reinspürt, ist, was ist denn wirklich die wahre Erkenntnis? Es ist ein Gefühl, es ist ein Wahrnehmen und nicht darüber reden. Wir haben natürlich jetzt auch darüber gesprochen, aber in Wahrheit war es kein Sprechen. Empfangen. Es war wirklich ein empfangendes, gefühltes Wissen. Genau. Du hattest eine Frage gestellt, das fand ich ganz interessant. Woran erkennen wir, ob unsere Wahrnehmung, das, was wir so wahrnehmen, schon auch wirklich wahr ist? Geht dir das auch so, dass du Dinge wahrnimmst und dich dann fragst, huch, war das jetzt, ist das so oder ist das eine Illusion? Ich habe viele Jahre, eigentlich habe ich schon immer die Dinge wahrgenommen. Ich habe ihnen nur keine Beachtung geschenkt, keine bewusste Beachtung, weil in meinem Umfeld keiner so wahrgenommen hat. Und ich habe mich unbewusst angepasst und alle anderen verschont mit dem, was ich wahrnehme. Also instinktiv habe ich das schon gemacht, weil ich dann als innerer Störenfried empfunden wurde. Ja, das macht man instinktiv, dass man sich in bestehenden Strukturen, es fängt in der Familie an, man merkt zum Beispiel als Kind schon, da ist dicke Luft, ne, zwischen Mama und Papa. Und dann fragst du, alles okay? Ja, alles okay, geh in dein Zimmer, mach Hausaufgaben. So, alles okay. Du kriegst gesagt, es ist alles okay, aber du spürst, da stimmt was nicht. Und du hast aufgehört, diesem Gefühl zu vertrauen, weil es dich bedroht hätte in dem Moment. Du hättest ja alles in Frage stellen müssen. Oder aber du hättest noch fünfmal sagen müssen, ich spüre doch, dass hier dicke Luft ist. Sie hätten es trotzdem verneint, weil sie selbst in sich noch nicht bereit waren, hinzugucken und es klar zu äußern. Und das habe ich zum Beispiel, was Beziehungsthemen angeht, Geschäftspartner angeht. Ich spüre immer, was dahinter läuft. Das ist eine Aufgabe. Lange gebraucht, um dem Glauben zu schenken und das bewusst wirklich wahrzunehmen und danach zu handeln und zu sprechen. Und da kann mir das Gegenüber 10-mal sagen, das ist nicht so. Das ist ja das, was einen so irritiert. Wir haben da in dem Moment ja keine Beweise. Wir stecken ja nicht physisch in deren Leben drin oder sehen, was zu Hause los ist oder so, weißt du? Sondern zum Beispiel Ex-Partner, ja? Da kommen immer so Fragen oft, ja, ist er jetzt glücklich oder wie auch immer. Wir wissen eigentlich genau, was Sache ist, immer. Sobald wir an jemanden denken, fühlen wir es. Ja. Also was ich schön fand, das hat er heute ja auch nochmal gesagt, nochmal dieser Ausruf, out of the box zu denken, wahrzunehmen, was wir, unser Verstand gar nicht begreift und auch die Tools dazu zu nutzen, die er in dem Buch uns schenkt, um uns selber von einer anderen Ebene heraus zu betrachten und diese Identifikation überhaupt erst loslassen zu können. Und die Energien, da hattest du ja auch gefragt, den Raum zumachen, das ist überhaupt gar nicht Sinn der Übung, denn wir können ja tatsächlich alles fließen lassen, völlig unbewertet, das Gute und das Schlechte, die guten und schlechten Emotionen, wobei der Begriff ja auch schon Bewertung ist.
Da ist ja das Herzzentrum ganz, ganz zentraler Schlüssel für all das. Also ich habe die Erfahrung jetzt gerade gemacht, dass mir wieder mal, und ich frage mich manchmal auch, warum muss ich immer wieder so eine Knallerdinger mir reinziehen? Ja? Haus weg, wieder reißt man dir den Boden weg aus Neid oder aus Umständen, die du dir unbewusst kreiert hast. Ja? Wir wissen das längst, dass uns Besitz und Strukturen, die uns eigentlich eng halten, ja, sehr erschweren und uns eigentlich die Freiheit nehmen, weil wir sind verantwortlich, wir bleiben im Putzen, im Machen und Bezahlen und kommen aus diesen routinierten Abläufen nicht raus, weil wir ja einen Apparat erschaffen haben, der uns erschwert. Und je größer die Burg wird, umso heftiger stürzt dann der Turm zusammen. Hm. Und in dem Moment bei sich zu bleiben, das ist die Herausforderung. Und wenn man dann vielleicht keine neue Wohnung findet, nicht so schnell, trotzdem in der Ruhe zu bleiben, trotzdem zu sagen, und wenn ich in den Container ziehe, wirklich sich führen zu lassen, heißt, wenn was wirklich gehen will, es gehen zu lassen. Und das ist die eigentliche Chance, jetzt hinzugucken, wo wir sowas von identifiziert sind mit unseren Aussehen, mit unseren Häusern, mit unserer Arbeit, mit unserem Image. Ja. Am Ende bleibt es eh nicht. Wir nehmen nichts mit. Nee. Das ist ein super, super Abschluss, liebe Peggy, weil du auch da wieder ganz wertvolle Fragen gestellt hast. Ich glaube, der Schlüssel ist Hingabe und Vertrauen. Wir sind alle gehalten. Wir waren es immer, wir sind es immer. Ich danke dir wirklich von Herzen für dieses Gespräch und freue mich, dich bald mal wieder hier auf diesem Kanal zu erleben. Du bist uns immer herzlich willkommen. Ich danke für diese Einladung und für diese Erfahrung. Habe auch wieder viel mitgenommen und vor allem danke für das Gefühl, mit dem ich jetzt gerade ausschalte und jetzt in den Park gehe. Danke, danke, danke. Wunderbar. Bis bald, Peggy. Wir hoffen, euch hat die heutige Podcast-Folge genauso inspiriert wie uns. Wir möchten euch ganz herzlich einladen, ein Teil unserer Podcast-Familie zu werden, an Salvadors Wirken auch in Zukunft teilzuhaben und diesen Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Fragen und natürlich ganz besonders, wenn ihr uns eine Rezension auf einem der gängigen Podcast-Plattformen schreibt. In diesem Sinne, habt einen wunderbaren Tag im freien Fluss der Energien eures wunderbaren Seins.